Apropos ÖVPler, der ÖVPler Christoph Zaritz. Vizekanzler Werner Kogler zu Wort gemeldet. Kommt nicht an, der Vizekanzler hat sich zu Wort gemeldet. Das schaffe ich schon. So, mit vereinten Kräften. Dankeschön, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Ich glaube, wir beschließen hier mit dieser, oder Sie vielmehr, mit dieser ökologisch-sozialen Steuerreform jedenfalls einen Meilenstein. Einige Meilensteine sind hier ausgeschildert. Ich werde gleich darauf eingehen. Aber lassen Sie mich zunächst noch sagen, dass ich dankbar bin, heute an so einem Tag hier zu Gast sein zu dürfen im Hohen Haus, weil mehrere wichtige Gesetze beschlossen werden. Eben diese Reform, die jetzt Gegenstand ist, aber eben auch anschließend in den nächsten Blöcken ein Gesetz, ein Rahmengesetz zur Einführung einer Impfpflicht. Ich sage das deshalb, weil ein Abgeordneter der Freiheitlichen Partei, ich glaube, da ist der Kollege Angerer, hier aus meiner Sicht nicht nur sich sehr seltsam geäußert hat, sondern auch in einer nicht hinnehmbaren Art und Weise. Und ich traue mich das auch von der Regierungsbank deshalb zu kommentieren, weil er sich auf einen Wahlvorgang 2019 implizit bezogen hat. Da haben wir alle kandidiert, sonst würden Sie noch da sitzen, ich auch, ja, sogar als Spitzenkandidat. Und was nicht hinnehmbar ist, finde ich, ist die Bezeichnung, weil nämlich die Bahnmeile notwendigerweise, weil wir wissen ja, wer da alle immer zwischendurch noch herummarschiert, nicht nur, aber auch, eine Bahnmeile um das Parlament gezogen wurde. Aus diesem Umstand heraus, die Formulierung hier zu finden, es handelt sich bei Ihnen, allen Kolleginnen und Kollegen, um Volksverräter und nicht um Volksvertreter. Das ist hier gesagt worden. Ich halte das für nicht hinnehmbar und das ist noch eine angeziemene diplomatische Formulierung von der Regierungsbank aus. Wissen Sie, wie das 2019 war? Das war eine allgemeine, freie, geheime Wahl, so gut wir es eben können, und die war nicht so schlecht. Ja, ich würde es nicht als undemokratisch bezeichnen, in der Form, dass Sie zu dem Schluss kommen, es würden hier Volksverräter sitzen. Das geht sich nicht aus. Und ich möchte das hier von der Regierungsbank, auch nicht nur von der Präsidentin, zurückgewiesen wissen. Und wissen Sie, was prinzipienverratend war in diesem Jahr 2019? Was verratend, wo wirklich Verrat passiert ist? Ja? Das sind jene gewesen, die sich aus ihren Reihen heraus vorübergehend nach Ibiza abgesetzt haben und in flagranti ertappt wurden, wie sie sämtliche demokratischen Prinzipien dieser Republik verraten haben, die sie bis zu diesem Tag hin führerhaft angebetet haben. Das ist doch die Wahrheit. Jetzt zu diesem Meilenstein hier. Ich danke allen, die hier mitgewirkt haben. Das war ein großes Werk. Nicht nur, weil ich mitverhandelt habe, weiß ich das, sondern das war wirklich in vielen Verästelungen keine Kleinigkeit. Und das betrifft in Wahrheit mehrere Ministerien tatsächlich. Ich glaube, das ist deshalb ein Meilenstein, weil bestimmte Mechanismen, die hier gebaut werden, unumkehrbar eingebaut werden. Mit gewissen alten Denkmustern aufräumen und neues Denken implementieren, auch im Steuersystem mit neuen Prinzipien. Und auf diese Art und Weise, es wurde ja angedeutet, wird eine Steuermaschine gebaut, wo Räder eingepasst werden, die es noch nicht gegeben hat, die man in Zukunft aufgrund von politisch-demokratischen Gestaltungswillen drehen kann. Und ich sage, der Einbau dieser Mechanismen ist viel, viel schwieriger, als dann daran zu drehen. Und zu dem komme ich dann noch zur Höhe des CO2-Preises, ob der von 0 auf 10 geht oder von 10 auf 100, viele Ökonominnen und Ökonomen sagen, es ist der erste Schritt, dass das überhaupt einzuführen, der viel, viel schwierigere, als dann an diesen Schrauben oder Rädern in dem Fall zu drehen. Und das sollte man zumindest nicht unerwähnt lassen. Ja, und über die Höhe des Preises können wir dann gern diskutieren, vor allem über die Widersprüche, die Sie hier herinnen aufmachen, gerne noch. Das ist es, glaube ich, was hier mit diesem Gesamtkonstruktionswerk generiert wird. Und
es wurde schon angedeutet, aber nur gesagt, viele Länder in Europa schauen jetzt auf Österreich, wie wir hier das konstruiert haben. Und auch dafür bin ich schon mal kritisiert worden, weil ich gesagt habe, diese Konstruktion ist europaweit einmalig. Ja, und das stimmt, wenn man alle Elemente zusammenzählt. Irgendein CO2-Preis für irgendwas, dort ein bisschen bei der Mineralölsteuer, dort da oder da, gibt es tatsächlich in vielen Ländern in Europa schon. Das ist richtig. In vielen Ländern schon länger, mit durchaus höheren, anerkannterweise Schweden oder sonst was. Aber die Konstruktion hier hat viele Elemente, ich kann mindestens vier identifizieren, die in der Kombination einmalig wirken. Erstens die Einführung des Preises, die automatisch in ein Handelssystem, wenn wir es wollen, die demokratische Mehrheit hier, in ein Handelssystem umgelegt werden kann. Das finden wir so dann fast nur mehr in der Bundesrepublik Deutschland. Aber was Sie dort nicht finden, ist eine Rückverteilung, und zwar zur Gänze der Einnahmen, aus dieser CO2-Bepreisung an die Bevölkerung, an die Haushalte, an die einzelnen Bürgerinnen und Bürger, ja sogar an die Kinder. Dieses ist einmalig und das führt auch dazu, dass es die Verteilungseffekte aus der CO2-Bepreisung, das muss man sich mal vorstellen, das so hinzubringen, tatsächlich für die schwächeren Einkommen einen höheren Nettoeffekt erzeugt als umgekehrt. Und das hat nicht nur der Budgetdienst des Hauses, den sollten Sie ja akzeptieren, das haben auch die Wirtschaftsforschungsinstitute anerkannt, der Fiskalrat und. Also gehen Sie da nicht außer Frau Kollegin Ilderim und erzählen, bei allem Respekt, und erzählen halt das, was Sie sowieso aufgeschrieben haben, nur hat es halt mit der Steuerreform nichts zu tun. Ja? Und daher kann man natürlich in dieser Form, ich vertrete heute halt auch die Klimaschutzministerin, ich konzentriere mich in erster Linie auf die ökologischen Punkte, keine Sorge, weil sonst hätten wir es ja noch lustiger. Die Sache geht ja dann weiter. Gerade wenn Sie aus sozialen Gesichtspunkten anmahnen, dass die Energiepreise phasenweise zu hoch wären, das kann man so oder so sehen, wie auch immer. Aber dieses Reformwerk hat am Schluss noch was ganz Schlaues eingebaut, nämlich dass die CO2-Bepreisung entlang der Schwankungen der Rohenergiepreise variiert. Also würden die besonders explodieren, was ja phasenweise vorkommt, zugegeben, gerade erleben wir es, dann wird die CO2-Bepreisung geringer angehoben. Würde, was aber gar nicht ausgeschlossen ist, der Energiemarkt so ausschauen, dass die Preise wieder sinken, was man, wie die Frau Kollegin Herr ausgeführt hat, ja ökologisch gar nicht wollen kann in Wahrheit, ja? Dann würde die CO2-Bepreisung höher werden. Und wozu führt das? Viertens im Ergebnis, dass ein verlässlicherer Preispfad da ist. Und das ist ja das, was Umweltökonomen und Ökonomen seit Jahren und Jahrzehnten fordern und einfordern, dass es Planbarkeit gibt für die Investitionen der Unternehmen, für diese Entscheidungen, selbst für die Haushalte. Wenn sich die Frage stellt, sich ein neues Auto anzuschaffen, dann ist doch mindestens so entscheidend, was ist in 2, 3, 4 Jahren bei diesen Preisen oder sogar noch länger und nicht nur bloß jetzt in der Sekunde. Und tun es nicht so, als ob die Leute das nicht irgendwie antizipieren können. Jedenfalls die Wirtschaftsbetriebe mit Sicherheit, weil die leben davon, sonst wären es gar nicht mehr am Markt. Ja? So viel Marktwirtschaft muss sein, selbst für die SPÖ. Und das ist doch das Schlaue an dieser Konstruktion. Und so wird das fortgesetzt. Und wenn Sie jetzt die Gesamteffekte auch die sozialen anschauen und auch die regionalen, auch das ist gut, da haben wir von der Österreichischen Volkspartei was angenommen, tatsächlich, dass wir eine Basisabgeltung haben mit den ersten 100 Euro für einen Erwachsenen in allen Regionen. Das deckt in der Regel und im Durchschnitt, so ist es ja konstruiert, die Energiekosten, die Mehrkosten ab, die durch die CO2-Bepreisung kommen. Das ist rein mathematisch logisch, wenn Sie sich die Mühe machen würden, echt nachzurechnen. Aber das passt ja dann nicht auf Ihr Tafel. Also ich lasse mir da durch eine gescheite Recherche meine Rede nicht hinmachen, ist wohl das Motto. Aber rechnen Sie nach. Es kann gar nicht anders sein. Weil ja aus zwei Gründen. Erstens einmal gehen die, haben ja auch Industriebetriebe und Wirtschaftsbetriebe Teile der CO2-Bepreisung zu tragen. Nicht so viel, weil wir sie ja zum Teil kompensieren, weil wir sie auch wettbewerbsfähig haben wollen, aber es bleibt dort was über. Aber es werden zu 100% an die Haushalte rückverteilt. Das heißt, allein da ergibt sich schon ein Netto-Plus. Es ist genau umgekehrt, wie der Kollege Greiner argumentiert hat, zumindest an dieser Stelle. Und warum entsteht eine Verteilungswirkung von oben nach unten?
wenn man es so ausdrücken will, um vielleicht mich da auch ihrer Sprache zu bedienen, weil nämlich die unteren Haushalte wesentlich geringere, in absoluten Zahlen, die haben Sie ja eingefordert, wesentlich geringere Energiekosten haben als Haushalte mit höheren Einkommen. Wenn ich das jetzt aber pro Kopf und Haushalt rückverteile, ist klar, was rauskommt, die unteren profitieren mehr. So einfach ist das. So einfach ist das. Und jetzt gibt es noch den regionalen Ausgleich, der eben sehr sinnvoll ist, weil diese Basisabgeltung einmal geleistet ist, dass ja nicht überall in Österreich die gleiche Situation herrscht. Ja, und da mag es Fälle geben, wo es auf der einen Gemeinde so ist und an der nächsten ist so, das ist schon alles wahr. Aber es ist trotzdem das, nicht nur das Bemühen, sondern das Ziel erreicht, dass wir hier auch einen zusätzlichen regionalen, ich sage es dazu, Gerechtigkeitseffekt reinbringen, der auch eine soziale Komponente hat. Es ist ja doch wahr, wie es Klubobmann Wöginger ausgeführt hat, dass im Waldviertel der Weg zum Krankenhaus, zur Apotheke, in den Kindergarten ein weiterer ist und die Infrastruktur gar nicht so vorhanden ist. Wird es einmal so sein, dass der öffentliche Verkehr dort besser ausgebaut ist und die Infrastruktur, das sind die beiden Elemente, die hier wissenschaftlich berechnet herangezogen wurden, dann wird sich auch diese Lücke schließen. Und deshalb, wenn wir da gut sind, wird es dazu führen, dass sich dieser regionale Klimabonus in der Auszahlung angleicht. Aber der richtet sich eben neben den Bedingungen, unter denen die Menschen leben müssen. Und die wollen wir ja mitnehmen. Die wollen wir ja mitnehmen. Das ist ja das Wesentlichste, dass es diesen sozialen Ausgleich gibt. Sonst brauchen wir das gar nicht anfangen. Es stehen große Transformationen vor uns. Ja, und das ist nur ein Einstieg. Und damit alleine wird man die Klimaziele nicht erreichen. Das behauptet ja auch kein vernünftiger Mensch, Frau Kollegin Herr. Das behauptet ja niemand. Aber es ist ein Instrument in diese Richtung. Und Sie sollten sich ja in der Fraktion einmal selber einig werden, glaube ich. Ich höre dauernd, und zwar kann ich das sogar nachvollziehen in der kurzen Frist, von der Klubobfrau abwärts, nur die Kollegin Herr höre ich da nicht dazu, die redet dann halt so, dass wir die Mehrwertsteuer auf Energie senken sollen, am besten gestern als übermorgen. Ja, kann man überlegen, weil jetzt halt diese Energiepreisexplosion, die wesentlich dramatischer dargestellt wird, als sie wirklich ist, aber es ist wieder eine andere Frage, wenn man das über 10 Jahre angleicht, dann wird man sehen, dass das flacher ist, aber es ist eine andere Frage. Wenn, Sie müssen sich nur verständigen, es gibt nur einen Gaspreis für den Haushalt und einen Zapfsäulenpreis für den Sprit. Wollen Sie jetzt teurer oder billiger? Bitte schön um Aufklärung, nicht? Aber beides zugleich geht sich nicht aus und Sie sollten sich einmal davon verabschieden, Sie sollten sich davon verabschieden, Sozialpolitik an der Zapfsäule machen zu wollen. Und wenn richtig ist, dass die, und wir brauchen aber Sozialpolitik, deshalb drehen wir es ja um, ja, deshalb drehen wir es ja um und deshalb entstehen ja diese Verteilungseffekte. Und das wird so sein, dass die Preise, ja, Frau Kollegin Herr, da sind wir uns einig, steigen für den Ausstoß, das Gute umgekehrt wird günstiger, das Schädliche wird teurer. Und das ist ja der Hauptnutzen der ganzen Übung. Und dieser wird erreicht. Und umgekehrt, an einer anderen Stelle, aber mit dem gleichen Geld, kommt es zu dem sozialen Ausgleich. Das ist die Logik und Weise, die dem implementiert ist. Und das können Sie nicht einfach wegreden. Auch nicht andere Sozialfragen, so viel schon dazu. Ja, es ist richtig, dass die Grünen zum Beispiel es bevorzugt hätten, was die Entlastung von Unternehmen, die zusätzliche nämlich, betrifft, eher auf die lohnsummenbezogenen Abgaben gegangen wären, weil das auch Effekte auf die Arbeitsplätze hat. Es ist aber auch kein Weltuntergang, die Körperschaftssteuer von 25% auf 23% zu senken, so wie sie tun. Wenn Sie sich die Nettodimensionen der Entlastung anschauen, der Nettodimensionen von 18 Milliarden Euro auf die nächsten 4 Jahre, glaube ich, ja, dann werden Sie rausrechnen können, dass die Körperschaftssteuersenkung da drin zwar auch vorkommt, aber ein sehr kleiner Teil ist davon. Also bleiben Sie bitte am Boden und dann können wir uns alle miteinander wieder an irgendwelchen Tafeln anhalten, aber man sollte sich nicht mit dem eigenen Tafel infizieren. Und insofern, glaube ich, geht es genau in die richtige Richtung, obwohl Einzelne in der Regierung das jeweils ein bisschen anders gemacht haben. Aber es ist ein Gesamtwerk, das in manchen Elementen unumkehrbare Richtungsmarker drinnen hat. Und das ist wirklich das Gute an dieser Sache. Und wenn wir schon beim Guten sind, noch einmal, alles, was drüber steht, das Gute wird entlastet, oh ja, und das Schädliche wird teurer. Dazu muss man sich endlich einmal bekennen und nicht in einem irrlichternden Populismus anhängen. Dieses Privileg hätte ich nur in dieser Fraktion vermutet.
Das war Vizekanzler Werner Kogler von den Grünen.